Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Survivalsland. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich habe heute einen fetten Plan. Und zwar möchte ich das Schlafzimmer anfangen zu bauen. Es soll ein monströses geiles Bett werden. Und ja, es wird auch ein monströses geiles Bett. Und es wird geil aussehen, ich bin mir ziemlich sicher. Dementsprechend fangen wir jetzt auch an, denn es wird sehr viel Arbeit kosten. Wir haben Gott sei Dank schon ein fertig hier. Den kann ich dann auch benutzen. Das wäre tatsächlich so die Größe, die das Bett dann haben wird. Aber das Ganze als Kasten, ne? Als großer Kasten. So, jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Sie muss essen und sie muss trinken. Fische opfern sich ja gerne mal hier. Wo ist denn mein Speer? Speer. Da muss Essen her. Das ist das Allerwichtigste. Erstmal gerade. Komm, wir trinken erstmal schnell einen Schluck. Dann hat sie wenigstens schon mal was im Magen. Nicht zu viel. So. Dann habe ich in den Kommentaren gelesen, dass der ein oder andere auch schon Eisen hergestellt hat und dann auch diesen dicken Klumpen hatte wie ich. Und ich hatte wohl Pech, ich hatte wohl einen Bug, dass das hier so unglaublich viele kleine geworden sind. Ne, guck mal, der ist hier relativ groß. Mit 29 Gramm, okay. Und ja, ich hatte wohl Pech, dass das hier so eine Explosion gab. Und das war noch nicht wirklich fertig, ich weiß es nicht. Gruselig. So, essen. Was essen wir denn? Die Auswahl ist ja nicht so groß. Ah ja, hier haben wir schon einen, sehr gut. Black Oleg. Ich habe also die Hand in der Tasche. Oh, sie muss wieder kacka. Falsch. Das Geräusch aber auch immer, ne? Immer Dünnflitsche, die Arme. So, los geht's. Banane oder Kokosnuss. Irgendwas werden wir jetzt reinpflanzen in ihr. Es sieht verdammt nach Banane aus. Uah, leck. Es wird Banane. Die lassen wir einfach hier verkommen. Zack, zack. Aber die wird leider immer so schnell schlecht, ne? Man kann sie sich ja garen. Dann hält sie ja auch eine Weile länger. Wir können ja mal ein Lebensmittelexperiment machen. Oh, jetzt hast du schon wieder Vitamin B-Mangel, ne? Der soll viel im Fisch sein, habe ich gelesen. Danke für den Hinweis. Lalalala. Ich bin ja einzig und allein nur wegen der Banane jetzt hier im Wald, ne? Für nichts anderes. Ach, guck mal, da liegen lustigerweise sogar noch Fibers. Gut, dass ich nie... Kann man sich auch einen Gürtel hängen, ne? Mach mal eine gar. Und eine lassen wir... roh. Und dann können wir mal gucken, wie lange halten die, ne? Ups, Ausdauer wieder aufgebraucht. Und dann geht's ans Bett. Scheiße, ich habe mich schon wieder abgelenkt, wieder mit einer anderen Idee. Ja, wir müssen Fisch essen, ne? Ich weiß nicht, ob Vitamin B-Mangel scheint sehr drastisch zu sein hier im Spiel. Oh, der ist schon ganz rot, aber... Aber vom Trocknungsprozess war ich noch nie so weit wie jetzt. Das habe ich noch nie so viel geschafft. Okay, den können wir nicht anmachen, weil der leer ist. Scheiße. Upa. So. Hack. Hack. Ne, das brauche ich nochmal. Hoppala. Ganz ruhig bleiben. Der geht ab wie Schneider. Gut. So, da haben wir erstmal ein bisschen Holz. Ja, die Kohleproduktion, die ist immer noch so eine Sache für mich mit 7 Siegeln. Ihr schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich komme trotzdem nicht so ganz dahinter, wie es klappen soll mit dem Feuer da, mit dem... Immer ein bisschen Rest Sauerstoff drin lassen, immer, aber nie ganz voll machen. Es ist echt tricky mit diesem Zeugs. Das glüht sogar noch da drin, ne? Anstatt dass du einfach von alleine anfängt zu brennen. Das wäre doch so schön. So. Ach, scheiß drauf. Wir haben alles in der Tasche. Ne, Tinder fehlt noch. Tinder. Mein guter Tinder. Und da ist unser Iron. Crude Iron Block. 7 Kilo pures, leckeres. Ja, nicht ganz pures, aber leckeres Eisen.
für mehrere Dinge zur Verwendung. So. Aber wir haben leider noch nicht den Patch, dass wir das benutzen können. Ich habe meinen Plan. Reicht das, wenn wir den hier drauflegen? Ich sehe ihn nicht. So. Ah, das habe ich mir echt dämlich verbaut hier. Da weißt du gar nicht mal, wo du den jetzt noch hinpacken sollst. Ich weiß nicht, habe ich den jetzt im Feuer gelegt? Ne. Can't reach target. Ist nicht in Reichweite. Okay, das ist ärgerlich, ne? Das ist ein bisschen verbaut jetzt dadurch. Aber soll man ja nur diesen Tinder anzünden und nicht damit den ganzen Ofen? Wir müssen einfach nur die perfekte Position dafür rauskriegen. Okay, ich laufe einfach. Es ist egal, wo man ist. Okay, der geht jetzt sehr schnell an, nicht wundern. Weil er noch voller Möhre glühte. So, was soll ich jetzt machen? Ach ja, eine Banane garen, ne? Aber das machen wir lieber mit der Zange. Die Zange, da ist er. Big. Banane braucht sogar eine Weile. Oh, ich schlag die Zange. Nein. Was machst du denn da? Roasted. Perfekt ist sie geworden. Banane geroastet. Und Banane roh. Wir überwachen den Verfall, ne? Wenn beides gleich schnell schlecht wird, dann wissen wir, dass es einfach Jacke wie Hose ist, ne? Gut. So, los geht's. Wir sind gesättigt, wir haben getrunken. Wir brauchen jetzt nochmal davon ein bisschen was. Wir brauchen halt einfach nur ein paar Sticks. Das ist ja eigentlich ein Klacks für uns, ne? Wenn wir den Strand langlaufen, finden wir Sticks. Ganz fix dahin. Denn die Stickproduktion ist einfach ein Highlight hier. Oh nein, meine Axt. Die geht gleich in zwei. Na, schaffst du den noch? Ist nicht mehr so gut in Schuss. Also Kommentar gelesen, Minecraft, Pickaxe bauen, 10 Sekunden, hier 5 bis 8 Minuten. Das ist echt Wahnsinn hier, ne? So. Und da ist sie in zwei. Nein, die wollte ich gar nicht. So. Das haben wir 6. Das wären nochmal 12 Sticks. 15. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ich laufe einfach hin und mach Sticks. So. Für die Leute, die sagen, das Spiel ist langweilig oder sowas, ne? Das sind ja natürlich nicht die Zuschauer. Wir haben ja sehr wenig Zuschauer auf die Videos. Das muss ich einfach verneinen. Da kann ich nur da raten, das Spiel selber zu spielen, weil das wirklich ziemlich geil ist, muss ich sagen. Also es ist ziemlich geil und macht auch richtig Spaß. Es ist halt super umfangreich und komplex, ne? Und das Komplexe ist natürlich was Schönes an dem Spiel, wo man sich wirklich leider erst dran gewöhnen muss. Und das schreckt einen am Anfang so ein bisschen ab, weil man denkt, man kriegt das doch nie hin mit den Craften oder sowas. Ja, das klappt hier dann wirklich dann irgendwann wie von allein. Das ist mein Messer kaputt gegangen. Das läuft ja heute. Ich auch noch einen Stick. Ja, und ja, vom Bugs her gesehen und sowas, so geht das ja auch alles eigentlich relativ gut hier. So, habe ich denn hier noch die Möglichkeit, ein Messer zu bauen? Ich würde ja gerne mal wieder ein scharfes Messer haben.
Einfach nur, weil wir es könnten. Meine Kohleexplosion, hier sind ganz viele große Brocken am rumliegen. Man kann leider nicht in ihm reinschauen mehr. Auf jeden Fall ist das Ding, das funktioniert gut. Dass man tatsächlich nochmal versucht, ein Eisen zu schmelzen. Ist mir egal, ich mache jetzt irgendein Messer. Hier wird ja wohl ein Slate bei liegen, oder? Da. Ja. Das ist Basalt. Jetzt würde ich ja gerne mal was gucken. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob Basalt stärker ist oder härter ist als Granit, aber meinst du, ach, ist Granit wohl das bessere Messer, ne? Und Granit sind diese braunen Brocken. Das sind also Schwatte. Aber braune Brocken haben wir ja hier. Ich will jetzt keinen braunen Brocken bis nach Hause schleppen. Scheiß. Blöder Plan gewesen. So, dann hacke ich mal mit dem. Ich habe mir, glaube ich, noch nie aus dem Braunen was gebaut. Oh Gott, die Ausdauer. Ach, jetzt wieder Hunger. Aber Vitamin B war auch in Banane. Vitamin B. Basalt? Granit. Also ich finde, Granit ist doch viel härter. Warum haust du jetzt so lahm auf einmal? Oh, dieser Ausdruck, nur weil wir jetzt ein bisschen Hunger gekriegt haben. Heavy Stone Block. Heavy Stone Block, das steht immer in Heavy Stone Block. Ah ja, das ist nur, weil das noch gleichzeitig als Werkbank dient. Nein! I need another stone. Da. Ich suche jetzt nicht einen Braunstein, bis ich einen Braunstein finde. Ich weiß, das wird ja auch ein Stone Slate geben, oder? So. Da ein Stone Slate. Stone Slate. Immer zwei Stück mit, dann haben wir zwei Messer. So, jetzt müssen wir bis abends warten. Komm mal, was wolle. Wir brauchen wieder einen normalen Schlafrhythmus. Das ist auch wichtig. Und ich glaube, wir haben noch relativ früh, ne? Es entstand der Sonne nie. Lauf, Steffi, lauf. Vielleicht hält das ja wirklich mal länger. Oder es ist weicher, aber ich glaube nicht. Es ist halt zerbrechlicher oder sogar nie, ne? Und aus was besteht Hardstone eigentlich? Flint. Feuersteine sind das. Die sind eigentlich noch. Die sind ja so hart wie Granit, oder? So. Stunekraft. Sharp Blade. Macht sie. Jetzt wollen wir da. Jetzt gucken, was hinfliegt. Scheiß drauf, wartet. Also, ich glaube, ich habe das noch nie gebaut. Aus Granit. Ja, das könntest du dann noch. Wenn wir die Zutaten hätten. Zu einem richtigen Sharp Dagger. Ah, braucht aber Sharp Blade. Da gibt es uns kein weiteres, ne? Aber die haben auch nicht wirklich lange gehalten. Also du fährst hier besser, wenn du die billigen Sachen baust. Ohne Witz. Da fährst du einfach besser mit. Ah. Woodcraft. Hä? Dünner Stick, ja. Schneller ist er damit nicht. Verzeiht, verzeiht, verzeiht.
So wenig haben wir da geholt? Na, ist egal. Schönes Schlafzimmer. Bett, das auf jeden Fall. So, das Messer. Test. Ja, ist schon sehr kaputt. Es ist aber scharf. Achso, das lag hier. Blödsinn. Und nur gucken, was das war jetzt. Woodcraft. Oh, mein Auge brennt. Natürlich, ich hab mir was zu trinken gemacht und jetzt habe ich das Glas vergessen, ich Depp. Aber hier steht noch ein Glas. Gut, dass ich so assi bin. Wenn jeder schwimmt, das mit rum, das will ich nicht mehr. So. Fortitute. Das lang sogar. Dann haben wir 4 Stück, oder? Nee. Ich muss noch Sticks besorgen, glaube ich. Ist aber relativ teuer alles, ne? Kaum aufwendig. Zwei Sticks, 3. Oh, komm, ernsthaft? Ich sehe noch 2 Sticks. Dann brauche ich noch ein so ein blöden Stick mehr. Zap. Aber es wird dunkel und da können wir wieder normal schlafen gehen. Oh, mir brennt gerade das Auge. Ich habe irgendwas im Auge geschmiert. Da habe ich letztens auf. Ich nies wie die Hölle und mein Auge, mein linkes, fängt mal an zu brennen. Boah, Schmerz. So, jetzt habe ich natürlich nichts zum Zerhacken, außer einen Slate. Mit dem kann man aber nicht schlagen. Doch, kann man. Oh, guck mal. So ein Slate macht auch ganz schön Damage, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Das ist ja eine Leistung von so einem Slate. So. Da fehlen sowieso noch ein paar Sticks. Um diese Big Ding da herzustellen. Woodcraft ist Stick. Nein, Zinnstick immer noch. Auge. Alles da. Das Seil ist aber gleich putt. So. Für Einheitenseil hatten so ein Ding. Das ist aber gleich down. Achso, wir müssen das doch zusammenpuzzeln. Vergesst das doch nicht! Rezeptmodus, Fortinute. Big. Was fehlt denn? Regular. Achso, du musst jetzt 2 davon haben, okay. Kein Problem. Alles wird aus Einzelteilen zusammengesetzt. Was sind diese Frames hier eigentlich? Was ist das? Und was braucht das? 2x2 Frame. Habe ich ehrlich gesagt schon 100 Millionen Mal drauf geguckt, aber mir da gar keine Gedanken gemacht. Jetzt habe ich kein Seil mehr. Ups, was war das denn? So, 40 Minute. Aber da fehlen ja nur noch Sticks. Also das kann man nicht vorstellen, dass das dann zusammengebaut werden kann. So, und das große... Muss dann ja natürlich auch noch zusammengebunden werden, Blödsinn. Flip. Boah, das Teile, ey.
Dann haben wir zwei davon. Und das, daraus können wir so eine dicke, große Box machen. Big Cubic Cuboid Box. Die braucht aber noch ein paar Sticks, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 8 also. Ne? Was sind ja hier in der Mitte noch Dinger? Das steht hier aber auch nirgendwo, ne? Vier irgendwas fehlt. Aber, hä? Ja, Tag- und Nachtrhythmus in Ordnung kriegen. Was sagt er? Ja gut, jetzt kann ich die Banane nicht essen, ey. Ärgerlich. Trink einfach was. Das reicht erstmal. Als Snack. Und dann haben wir endlich wieder einen Tag- und Nachtrhythmus, einen vernünftigen. Komm, Magen sei voll. Gut. Als Ausnahme akzeptiert sie das als Nahrung. Tür bleibt offen. Kommt hier keiner rein. So, und dann geht jetzt mal eine richtige schöne Nachtratzung wieder hier. Bleib bloß anrufen. Ach, schade. Regen. Aber es ist so schlimm. Der Ufi ist noch an. Den tun wir einfach mal ein bisschen damit erquicken. Damit er nicht sofort ausgeht. Obwohl das wahrscheinlich viel hilft. Ja, was ist, wenn der komplett voll getrocknet ist? Aber der ist ja jetzt schon gelb bis rot. Also eigentlich ungenießbar geworden, ne? Das will ich nicht verbrennen. Alles für unsere Regale später. Lalalalala. Also das Trocknen funktioniert ja astrein, ne? Aber wie gesagt, der Fisch ist schlecht. Der ist absolut gammelig jetzt, ne? Bis der getrocknet ist. Ich weiß nicht, ob wenn er dann getrocknet ist, wieder entgammelt ist. Keine Ahnung. Da müssen wir uns mal überraschen lassen, ne? So, jetzt brauche ich wieder Sticks. Überall klingen Thin Sticks rum. Und ich brauche was zu essen. Ah, wo war die Banane? Ich glaube, ich laufe sogar drauf zu. Irgendwann kommt wieder die Zeit, wo keine Bananen wachsen. Das wird auch wieder ekelhaft. Das war nicht hier. Es ist nicht hier. Ja, aber es ist ja ein Dschungel, ist ja nicht wirklich klein, ne? Es ist nicht hier. Es wächst auch keine Bananen. Was sind das dann für Bananen? Keine Bananen? Irgendwann müssen wir uns wieder einen Hase gönnen, ne? Also so Festtagshase oder sowas. Da liegt man, da hängt Banane. Und da liegt man. Das ist nämlich Nee, die ist schon schlecht. Das ist das Problem mit dem Pflücken, ne? Ah. Aber das war doch genau hier. Die ist in einem Tag schlecht geworden. Keine Angst, Hasi Hass. Oh, da fliegt noch ein bisschen Zeugs rum. Irgendwann ist der Speicherstand sowas von Schrott, wenn da so viele Items rumliegen. Banane. Banane. Der Stoneslate, der ist gar nicht schlecht. Der macht genau das, was ich will. So. Eklig, oder? Aber sie mampft. Weg mit dir, Banane. Wisst ihr was?
Machen wir mal einen kleinen irgendein Basalt-Exzetter. So, liegt ein scharfes Messer. Pickaxe-Sets. Warum habe ich denn so viele verfluchte Pickaxe-Sets? Und wo bist du jetzt hin, Axtkopf? Warum tust du mir das an, da? Oh, das ist immer ein Wetterwechsel. So. Geil aus einfach gerade. Hammer, oder? Es ist so dunkel. Da wird man einfach müde. So, mal gucken. Mir fehlt immer noch irgendwas viermal. Aber was? Halfzinssticks. Ah. Was ein Monsun, ey. Was steht das denn hier? Acht. Ist der eine zu weit weg da? Was ist denn 4? Was von 0 da? Hab doch 2. Boah, es ist mir wieder laut. Ich verstehe es nicht. Die wird nicht grün. Obwohl sie es ist. Boah, mal, wir wissen, was es ist. Frame. Ach. Wartet. Okay, ich erkenne das hier nie.
Anderer Frame. Hä? Basic Fortuna Frame all behind the center of the plane. Das ist Wetter, ey. Ich weiß nicht, ob ich noch einen neuen bauen muss, weil Big Square Plane, der ist schon gelb, deswegen. Ob wir den schon für irgendwas benutzt haben. Ich weiß es nicht. Weil der ist ja weiß. Boah, das Wetter, ey. Unnütze Arbeit jetzt. Der Wettergott, er hasst mich. Mehr Steaks. Oh, die hält aber lange, die Axt. Ein wenig Sonnenschein wäre jetzt wunderschön. Oh, tut mir leid, es wird schon wieder sind Sticks herstellen. Und was? Dass du das Gepfeffer hier. Besser kaputt gegangen? Ja, wunderbar.
Ah! Wo ist es? Ich hab's nicht gesehen, da. So ein Spaß. So ein fabulöses Wetter. Da kann man ja nur träumen, auf einer einsamen Insel zu landen. Erstmal raushauen hier. Perfekte Wetter zum Arbeiten, sage ich ja nur. Oh, zwei Stück noch. Dann haben wir ja auch ein paar Sticks liegen. Aber niemals so viele, wie ich brauche. Ein Frame haben wir schon, brauchen nur drei machen. Ja, das ist schnell gebaut hier im Spiel halt, ne? Also man hat da eigentlich kaum Zeitverschluss oder so. Ist das lange, Alice. Vier Stück jetzt. Kann sie keiner bauen? So nicht? Da liegen da tonnenweise davon rum. Irgendwas stimmt heute mit ihr nicht. Ah, stimmt. Guck mal, den können wir jetzt so bewegen und die anderen müssen wir anders bewegen. Da liegen da noch tausend. Ach, Seil. Ja, den müssen wir... Mein Gott, Wetter. Hey, ist doch gut, Himmel. Es ist doch gut. Brauchen eh noch Sticks. Ich hab's ja geschnallt, das Wetter ist schlecht. Oh nein. Ergiebiger. Ach du Scheiße. Sieht der aus? Chepper, Chepper, Chepper.
Tut das gut. Der Ofen ist aus. Rest, ein bisschen Restsonne immerhin, ne? So, wo waren wir stehen geblieben? Er macht immer so einen Schritt nach vorne, wenn sie hackt. So. Die schmeißen wir auch direkt hier hin. Dann haben wir alles im Radius hier. WhatsApp Modus Fabricating. Ja, tut mir leid, also das ist echt öde, glaube ich, wenn ich die ganze Zeit nur die Kacke hier mache. Aber das müssen wir machen. Also ich brauche so unglaublich lange aus einem so einen Stick, dünne Sticks zu machen. So weit greifen kann. Ich versuche mal mein Glück. Wo stelle ich denn da hin? Ja, da kommt sie dran. Bisschen weit, aber sie schafft's. Der ist zu weit weg. Ich verstehe. Zapp. Ein Stick. Ein fucking Stick. Oh, da sind noch vier. Das könnte tatsächlich passen. Das waren halt verschiedene Frames, ne? Knödeli. So, komm her. War's wirklich zu weit weg? Zwei lange, ein großen. Und dann haben wir zwei große gemacht. Dünne Six-Linie schon hier. Mal gucken. Was, wo kann ich jetzt erkennen? Hä? Jetzt markiert er den wieder nicht. Halfen Stick. Und der Sinniger ist hier, wo die ganzen liegen. Ach so, blöd Mann, die sind gleich zusammengebaut. Ich bin aber auch ein Held manchmal, ehrlich, so, Türen sind das ja noch gewesen. Riesen Scheunentor haben wir dann da gemacht. So, die will ich bauen. Ein halber Stick fehlt. Das ist ja lustig. Hier, der ist bestimmt. Der war so weit weg. Der zählt. Big, 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 big. Ich verstehe nicht, warum zwei Rezepte immer gibt. Das ist mir echt ein Rätsel. Boah, jetzt geht's rund hier. Boop. Zwei. 3, 4, 5, 6, 8 Stück tatsächlich. Knödel die Knöt. Als Bett erstmal schon mal, ja, man kann schon was erahnen, ne, dass das ein Bett werden könnte. Zap, Box is ready.
Und jetzt bewegbar und fertig. Guck, jetzt ist er auch gelb. Warum ist er denn gelb? Das schnalle ich nicht. Hätte man den... Man konnte ja... Wartet mal. Jetzt haben wir natürlich keinen dünnen Stick hier mehr. Das ist klar. Ich habe hier noch einen Stick mit mir rum. Da. Nee. Was bist denn du? Ein Bark. Das ist perfekt. Wo sind einzelne da? Früher ging das mal, ne? Okay, das ist natürlich noch nicht alles. Das ist ja kein Bett, ne? Gottes Willen. Ich glaube, das ist wieder von der Härte her nicht in Ordnung. Doch. Verflechten, bitte. Das will ich mal austesten, wie das mit dem Ding läuft. Hä? Kannst du einfach nur drauflegen? Man konnte die doch modifizieren. Ging das denn verflucht? Was soll ich denn mit so einer Box sonst anstellen? Guck ich das nochmal an. Das ist doch nix. Da kannst du sonst noch nichts mit reißen. Das ist ja einfach nur eine Box, die überhaupt keinen Sinn ergibt in dem Sinn. Aber irgendwie kann ich da überhaupt gar nichts reinlegen oder machen oder tun mit. Big Cuboid Fornial Frame can be upgraded with different material. Can be used as storage after upgradation, but the material in use will... Also es kann upgraded werden. Upgegradet. Ja, da müssen wir aber dünne Sticks machen, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Vielleicht die Frames? Nein. Das ist ja so komisch im Boden. Vielleicht einfach nur Blätter reinlegen, das kann ich mir auch noch vorstellen. Messer ist schon wieder in zwei. Ich sehe da kein Upgrade. Mal ohne Witz. Was will er denn haben? Ein Palmblatt pur? Ein Stick pur? Stein? Wenn der schon nicht will, dann will der auch nicht. Beupgradet werden. Ich bin wieder viel zu doof dafür. Ich würde an der Stelle auch sagen, danke fürs Zusehen. Das wird auf jeden Fall das Bett. Aber ich brauche Tipps. Ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Also warum kann ich denn jetzt auf einmal nichts mehr reinlegen? Die Türen und so ging es doch auch. Can be upgraded. Das Schlusswort.